Hallo zusammen! Wollt ihr auch ganz wetterunabhängig trainieren und das ganz bequem von zu Hause aus? Wenn ja, dann ist ein Ergometer genau das richtige Fitnessgerät für euch. Solch ein Ergometer gibt es schon für relativ wenig Geld und lässt sich beinahe in jedem Raum aufstellen. Viele davon können auch zusammengeklappt werden und heute wollen wir euch mal die 5 besten und beliebtesten Ergometer vorstellen, die so unserer Meinung nach aktuell das Rennen machen. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben beim Vergleich. Wenn ihr also auch mehr über Ergometer wissen wollt und vielleicht einen kaufen möchtet, dann schaut euch unbedingt dieses Video bis zum Schluss an. Also fangen wir sofort an und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit Platz 5. Auf diesem Platz landet bei uns das Miveba MX100 Ergometer. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal hier sofort die Vorteile an. Wir haben hier zum einen sehr guten Preis, es ist ein klappbarer Heimtrainer, wir haben hier eine App-Anbindung, 8 Widerstandsstufen, gepolsterte Armauflagen, Handpulssensoren und einen lautlosen Riemenantrieb. Die Nachteile, kein allzu guter Antrieb und der Zusammenbau ist etwas umständlich. Dann gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier zum einen eine Tablet- und Smartphone-Halterung, eine Multifunktionsanzeige, könnt ihr die Quiper-App mit anbinden. Wir haben hier sehr viele Sportfunktionen, wir haben hier ein Gewicht von 18 Kilogramm, einen höhenverstellbaren Sattel. Er ist bis zu 100 Kilogramm Benutzergewicht ausgelegt, er hat 8 Widerstandslevels und einen atmungsaktiven Sattel. Und nun würde ich sagen, schauen wir uns doch mal diesen Ergometer hier ganz genau auf Amazon an. Natürlich verlinke ich euch diesen unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt dann am besten den Link an. Dann kommt ihr hier zu dieser Produktseite, dann könnt ihr euch nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Den gibt es hier auch in verschiedenen Farbausführungen. Wir haben uns hier für die Schwarz-Rot entschieden. Kostet 179 Euro. Ist also ein sehr guter Preis. Und jetzt schauen wir uns mal hier die weiteren Details an. Er bietet hier wirklich sehr viele Funktionen. Er hat ein Pulsmesser mit dabei. Er ist wie gesagt zusammenklappbar, spart also damit auch sehr viel Platz. Hat eine gute Schwungmasse und hier sehen wir nochmal den direkten Vergleich zu seinen anderen Konkurrenten. Die Bewertungen sehen auch sehr gut aus. Ist ein toller Preis-Leistungssieger, ist auch super leise. Und auch die weiteren Bewertungen können sich sehen lassen. Ist ein tolles Produkt, bietet auch einen guten Kundenservice und auch wir sind sehr zufrieden damit. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu Platz 4 und auf diesem Platz landet bei uns das Sportstech SX600 Ergometer. Und hier würde ich sagen, starten wir auch gleich ebenfalls mal mit den Vorteilen. Wir haben hier zum einen ein Qualitätsunternehmen, was ein sehr hochwertiges Produkt angefertigt hat. Es hat ein Magnetbremssystem, einen wartungsarmen Antrieb. Wir haben hier eine Multiplayer-App mit dabei. Wir haben hier eine Schwungmasse von 26 Kilogramm. Handpulssensoren und ein komfortabler Sportsattel gehören ebenfalls mit dazu. Die Nachteile, ja, ein etwas höherer Anschaffungspreis und keine Klappfunktion. Die Produktdetails, wir haben hier ein All-Info-Display, wir haben hier vorprogrammierte Trainingsarten, 32 Widerstandsstufen, ein gewuchtetes Schwunggrad, wir haben hier SPD-Click Plus Pedale, wir haben hier Handpulssensoren, er ist kompatibel mit einem Pulsgurt und wir haben hier ein Benutzergewicht von bis zu 180 Kilogramm. Schauen wir uns auch mal diesen Ergometer hier genau auf Amazon an und natürlich verlinke ich euch auch diesen unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an, da könnt ihr euch diesen nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Der Preis von diesem Ergometer liegt bei 999 Euro, ist also nicht das allergünstigste, aber müsst hier auch überlegen, ihr bekommt hier wirklich ein Profi-Gerät, was wirklich eine sehr lange Lebensdauer hat und auch eine Studioqualität aufweist. Und auch die Produktdetails, die sehen sehr gut aus, man kann wirklich sehr vieles mit dem Ergometer machen, es ist halt also hier wirklich für Profis schon beinahe ausgelegt und auch die Fitness-App, die bietet hier sehr viele Vorteile, was natürlich andere Ergometer hier nicht bieten. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal etwas weiter runter und schauen uns mal die Bewertungen an. Und auch die fallen wirklich sehr gut aus. Ist wirklich ein klasse Gerät mit einem sehr guten Service, Top-Qualität und auch die weiteren Bewertungen können sich da durchaus sehen lassen. Den Link dazu gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Platz 3. Auf diesem Platz landet bei uns der Sportstech SX500. Und dieses Ergometer hat es in sich und die Vorteile schauen wir uns jetzt erstmal an. Wir haben hier einen hochwertigen Ergometer mit einer Smartphone-App, er hat ein LCD-Display, 16 Widerstandsstufen, Handpulssensoren, 12 Kilogramm Schwungmasse und auch flüsterleisen Riemenantrieb. Nachteile, ja, der Anschaffungspreis ist auch etwas höher und man kann ihn leider nicht zusammenklappen. Nun würde ich sagen, schauen wir uns mal die Produktdetails hier an.
Wir haben hier also einen robusten Ausdauertrainer mit einem 5,5 Zoll Display. Wir haben hier eine Fitness-App mit dabei. Er hat ein Gewicht von gerade mal 30 Kilogramm, hat einen höhenverstellbaren Sattel. Er kann bis zu 120 Kilogramm belastet werden. Er hat 16 Widerstandslevels. Wir haben hier ein dreiteiliges Tretlager, Anti-Rutschpedale und einfache Transportrollen. Schauen wir uns mal diesen Ergometer auch hier auf Amazon an. Und natürlich gibt es auch unten den Link dazu. Also klickt den Link mal unbedingt an. Und dann kommt ihr zu dieser Produktseite. Dann könnt ihr euch diesen Ergometer in aller Ruhe nach dem Video nochmal anschauen. Der Preis 459 Euro ist also durchaus vertretbar. Ist jetzt nicht extrem teuer, aber natürlich auch nicht extrem günstig. Es ist also ein wirklich gutes Mittelklasse-Gerät, was hier eine sehr hohe Qualität aufweist und auch sehr oft gekauft wird. Wir haben hier die Produktdetails, die sehen auch sehr gut aus. Die App ist natürlich auch hier ausschlaggebend. Die macht dieses Ergometer hier wirklich sehr modern und bietet auch wirklich zahlreiche Funktionen. Hier können wir mal die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten sehen. Auch da gibt es keine Probleme. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch hier gleich mal die Bewertungen an. Die fallen sehr positiv aus, das Gerät überzeugt, das ist wirklich ein super Gerät für einen sehr guten Preis und auch die weiteren Bewertungen können sich sehen lassen. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an, dann kommt ihr zu dieser Produktseite und könnt euch nochmal ausgiebig darüber informieren. Kommen wir nun zu Platz 2. Auf diesem Platz landet bei uns der Ultrasport F-Bike 150. Schauen wir uns auch gleich mal hier die Vorteile als erstes an. Wir haben hier wirklich einen sehr günstigen Kaufpreis. Das ist ein klappbarer Heimtrainer. Er hat eine geschwungene Bauweise. Er ist für Sportler und Senioren geeignet. Er hat einen LCD-Fitnesscomputer, hat 8 Widerstandsstufen, Handpulssensoren und einen höhenverstellbaren Sattel. Der einzige Nachteil, leider kein Handtuchhalter. Gehen wir jetzt auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier wirklich einen sehr leichten Ausdauertrainer. Wir haben hier einen Fitnesscomputer, wir haben ein LCD-Display, wir haben hier sehr viele Sportfunktionen. Es gibt ihn einmal mit und ohne Rückenlehne, wir haben hier einen komfortablen Sattel. Er kann bis zu 100 Kilogramm belastet werden, hat 8 Widerstandsstufen, ist leicht auf- und abzubauen und bietet auch sonst sehr viele Ergänzungsmöglichkeiten. Schauen wir uns auch mal diesen hier direkt auf Amazon an. Und natürlich verlinke ich euch auch diesen unten in der Videobeschreibung, also schaut dort unbedingt mal rein und klickt den Link mal an. Hier gibt es auch ein interessantes Video dazu, es lohnt sich also auf jeden Fall, sich diesen mal hier näher anzuschauen. Den Ergometer gibt es hier in verschiedenen Ausstattungsvarianten, wie gesagt, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal alles anschauen und auch die Farbauswahl ist hier sehr riesig. Der Preis 106 Euro, das ist wirklich ein unschlagbar günstiger Preis, da gibt es auch wenige Ergometer, die da mithalten können. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Produktdetails etwas näher an. Hier wird nochmal alles ausführlich beschrieben. Er bietet, wie gesagt, sämtliche Grundfunktionen, die man im Grunde so benötigt, mit einem höhenverstellbaren Sattel, Handpulssensoren und auch einem Fitnesscomputer. Dann würde ich sagen, gehen wir etwas weiter runter. Es gibt ja auch sehr viel Zubehör und auch die Bewertungen, die fallen hier gut aus. Ist ideal, wirklich hier für Menschen, die ihr Fitness steigern wollen, ist ein gutes Gerät. Und auch sämtliche weiteren Bewertungen können sich hier sehen lassen. Wie gesagt, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Da kommen wir nun zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und es ist das Ultrasport F-Bike Advanced Ergometer. Schauen wir uns auch mal hier die Vorteile an. Wir haben hier zum einen einen wirklich sehr guten Preis. Es ist auch ein klappbarer Heimtrainer. Wir haben ein LCD-Display, 8 Widerstandsstufen, Handpulssensoren, wir haben hier ein 2-Wege-Kugellager, wir haben hier einen Handtuchhalter und eine Handyablage. Der einzige Nachteil, man kann ihn auch hier nur bis 100 Kilogramm belasten, ist aber, denke ich mal, für die meisten von euch auch kein Problem. Schauen wir uns auch mal hier die Produktdetails an. Wir haben hier einen robusten Ausdauertrainer, er bietet einen Fitnesscomputer mit einem großen LCD-Display, er hat viele Sportfunktionen, ein geringes Gewicht, wir haben hier einen höhenverstellbaren Sattel, Benutzergewicht von bis zu 100 Kilogramm, wir haben 8 Widerstandslevels, er ist leicht auf- und abzubauen und er hat auch hier viele Zubehörteile, die man hinzukaufen kann. Schauen wir uns also diesen auch nochmal hier direkt auf Amazon an. Und natürlich gibt es auch diesen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut dort mal rein, klickt den Link an, dann kommt ihr hier zu dieser Produktseite und könnt euch diesen nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Das Ergometer gibt es hier übrigens auch in verschiedenen Ausstattungsvarianten und auch die Farbauswahl ist hier wirklich sehr riesig. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Wir haben hier ein Bestseller Nummer 1 auf Amazon und auch der Preis überzeugt 112,09 Euro. Der ist also hier wirklich unschlagbar günstig. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Produktdetails an. Und auch die fallen sehr gut aus. Er bietet wirklich sehr viele Funktionen für einen wirklich sehr guten Preis. Und auch hier kann man natürlich nochmal ein ordentliches Zubehör dazu kaufen. Hier gibt es also auch sehr viele Funktionsmöglichkeiten.
Die Bewertungen fallen auch sehr gut aus, ideal was für Anfänger. Der Preis ist super und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich hier sehen lassen. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an. Unser Vergleichssieger steht also fest, ist das Ultrasport F-Bike Advanced Ergometer. Schauen Sie mal hier die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben einen erstklassigen Preis, man kann ihn zusammenklappen, er hat ein LCD-Display, 8 Widerstandsstufen, Handpulssensoren, einen Handtuchhalter und eine Handyablage. So, das soll es nun gewesen sein zu den besten und beliebtesten 5 Ergometern unserer Meinung nach. Wie immer gibt es alle Informationen und Links unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Wenn ihr mehr über Heimtrainer wissen wollt, dann schaut euch doch auch mal unsere Webseite an, www.heimtrainertest24.de. Dort findet ihr Vergleiche zu Ergometern, zu Crosstrainern, zu Rudergeräten, aber auch zu Kraftstationen. Dazu gibt es einen Heimtrainer-Finder, einen Direktvergleich, viele interessante Produktberichte und wir haben ja auch hier einen sehr großen Ratgeber, der euch sehr gutes und spannendes Wissen hier übermittelt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch auch mal hier einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Bis bald!